So, willkommen zurück. Wir lesen jetzt mal weiter. Al-Mutawakkil al-Allah. Ne? Der Vertrauens, der auf Allah vertraut, so würde ich das eher nennen, genau. Al-Mutawakkil folgte seinem Bruder als 10. Kalif der Abbasiden nach. Er musste bald mehrere Angriffe auf seine Position abwehren, sowohl von außen als auch von innen. Trotz seines hohen Stands gab es Mächte im Kalifat, die er zufriedenstellen wollte und die er fürchtete, gegen sich aufzubringen. Und sein Spruch war: Hier hast du eine Ahnung, was sie mir antun werden. Ach so, wo wir diese Dinge, wo wir dieses Relikt herausgeholt haben. Genau, das war ja dann, ne? Die Benu Musa. Benu Musa, die Kinder von Musa oder Moses. Die genialen Benu Musa erdachten Hilfsmittel und den Verborgenen im Kampf gegen das Unrecht einen Vorteil zu verschaffen. Trotz gleichen Aussehens hatten sie doch unterschiedliche Persönlichkeiten. Ahmed war abweisend, Ja'far geärgert und Al-Hassan vom Spirituellen fasziniert. Wie die meisten Geschwister stritten sich die Brüder oft, doch wenn sie ein gemeinsames Ziel hatten, konnten sie wahre Wunder vollbringen. Und dann hätten wir noch Basim. Basim überlebte seine Kindheit durch Schlauheit und das, was andere wegwarfen. Tagsüber lehrte er mit seiner Freundin Nihal den Leuten die Taschen. Des Nacht quälte ein furchterregender Djinn den Schlaf des jungen Straßendiebs. Ehrgeizig und von dem Wunsch getrieben, der Gerechtigkeit zu dienen, sehnte sich Basim danach, ein Verborgener zu werden. Je näher er jedoch seinen Traum kam, desto näher kam auch sein Nachtmahr. Ich kann ein Werkzeug sein, das uns aus diesem Leben führt. Hat er mal zu Nihal gesagt, genau. Und Derwish war dieser Ladenbesitzer. Der Laden des Krämers, Derwish, war unter den Armen als Al-Banars geachtet und diente als bescheidene Tarnung für ein ausgeklügeltes Netzwerk von Dieben. Der ruppige Derwish kümmerte sich um die Straßenkinder, die er beschäftigte und beschützte sie. Da zu seinen Geschäften gehörten auch die Beschaffung von Gegenständen und Informationen für die Verborgenen. Derart heikle Aufgaben übertrug er für gewöhnlich Basim, seinen fähigsten Dieb. Und sein Spruch war: Alle, die im Schatten arbeiten, tun dies nur, weil sie es müssen. Fulad war Rafiq und Adelmeister. Rafiq bedeutet sowas wie ein Geselle. Gesellige, Rafiq, nicht Gesellige, aber sondern Gefährte. Ja, so würde ich das eher sagen. Der Verborgenen, die ihm wie eine Familie waren. Er wurde in die Sklaverei geboren, entkam und fand Zuflucht sowie einen Lebenssinn in den Schatten von Al-Amut. Ruhig, respektvoll und direkt wie er war, schüchterte er Fulads Weisheit und Selbstbeherrschung die Novizen gelegentlich ein. Dahinter verbarg sich jedoch ein guter Sinn für Humor. Wir sind Boten der Gerechtigkeit, keine Richter. Interessant. So. Gut, mal die ganzen Charakter müssen wir mal durchgehen, ne? Yasib. Der Waisenjunge Yasib überlebte die Straßen Bagdads, indem er die Taschen seiner Einwohner leerte. Voller Hoffnung und Enthusiasmus waren seine erblühenden Talente als Handwerker sein ganzer Stolz und er war überzeugt davon, dass sein Einfallsreichtum ihn aus der Gosse befreien würde. Yasib bewunderte Basim über alle Maßen und konnte es nie erwarten, ihm sein neuestes Werk zu zeigen. Das ist meine neueste Schöpfung, ne? Der Djinn. Solange er zurückdenken konnte, wurde Basim in seinen Träumen von diesem furchterregenden Djinn heimgesucht. Schon seit seiner Kindheit fürchtete er sich vor dessen nächtlichen Erscheinen und wachte stets bewegungsfähig und hilflos vor Angst kurz vor dem Moment auf, in dem der Djinn ihn verschlingen würde. Basim fürchtete, dass das Wesen sich eines Tages aus seinen Träumen befreien würde und sehnte sich danach, ihn endgültig auszutreiben. Er spricht nie viel, doch hinterlässt Spuren.
Okay, mal gucken, was noch dem Djinn seine Aufgabe ist, ne? Nihal, unabhängig, einfallsreich und voll von allen alten Dingen fasziniert, war Nihal schon so lange an Basims Seite, wie sich beide erinnern konnten. Sie war seine in ihn immer beschützende Verbündete und stand ihm im Kampf mit dem Djinn bei, von dem sie Basim befreit sehen wollte. Ihr enges Verhältnis wurde durch dessen Wunsch, sich den Verborgenen anzuschließen, auf eine harte Probe gestellt. Du schuldest niemandem etwas, außer dir selber. Das ist die den Kalifen umgebracht hat, die Nihal, und ja, die hat uns in die Misere reingeführt, würde ich fast sagen, ne? Aber gut. Nur, der junge Mitglied der Verborgenen war Basim ein enger Freund und Kamerad. Nur war ein begabter Kletterer und wurde beim Erklimmen von Höhen nur von seinen Mentoren übertroffen. Sein entspanntes und umgängliches Natural brachte der Festung Almut eine willkommene Herzlichkeit und Wärme. Wir haben einen ähnlichen Gemüt, weißt du? Raihan. Nachdem er zum Mentor aufgestiegen war, etablierten Raihan sich als einer der wichtigsten Strategen im gesamten Netzwerk der Verborgenen. Als Vorsteher der Almut-Bruderschaft sorgte er dafür, dass ihr Verständnis von Gerechtigkeit umsichtig ausgeführt und ihr größten Geheimnisse mit Nachdruck beschützt wurden. Der Orden hat Baghdad in Nebel gehüllt. Rifqa war die Tochter einer wohlhabenden Familie und fühlte sich von den Erwartungen, die dies mit sich bringt, eingeengt. Sie rebellierte und verließ ihr Elternhaus, nur um dann die allgegenwärtige Ausbeutung mitzuerleben. Dass sie kein Teil eines ungerechten Systems sein wollte, schloss sie sich den Verborgenen an. Rifqa wurde die Schmiedin Almuts und pisackte Basim gerne und regelmäßig. Roshan. Bei den Verborgenen fand Roshan Gleichgesinnte und einen Lebenszweck. Sie stieg unter ihnen auf, wurde eine fähige Assassinin und ein Grundpfeiler der Gruppe. Roshan behielt vieles für sich und legte Wert auf einen autoritären Führungsstil, war der Sache jedoch tief verbunden. Die Verborgenen waren ihre Familie und die akzeptierte keinen Verrat, weder an ihnen noch ihrem Credo, gefährde niemals die Bruderschaft. Die Fraktionen, die es gibt, Kalifatwache, die kennen wir ja schon, die Kalifatwache der politischen und religiösen überhaupt, des Abbasiden-Imperiums in Bagdad, wird jeder der Herrscher führte die Truppen an, die seinen Willen durchsetzten und ihn vor Bedrohungen von außen beschützten. Die Kalifatswache war der Schwertarm der Kalifen und darauf eingeschworen, seine Interessen bis zum Tod zu verteidigen. Verborgenen. Die Verborgenen wurden im alten Ägypten zu einem einzigen Zweck gegründet, um das Unrecht aus den Schatten heraus zu bekämpfen und den freien Willen zu verteidigen. Auch nach 800 Jahren brennt dieser Gedanke noch immer heiß im Herzen Almuts. Wo die Verborgenen sich niedergelassen haben, um die Entwicklung in Baghdad im Auge zu behalten. Händler. Als wissenschaftliches Zentrum des Abbasiden-Kalifats war Baghdad vor all jene ein beliebter Ort, die auf den vielen Märkten und Suchs bedeutet also Märkte eigentlich, dasselbe, handeln oder Geld machen wollten. Alle möglichen Arten von Händlern säumten die Straßen der Stadt, um irgendwie ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Auch durch das Anbieten verschiedener Dienste für einen Preis versteht sich. Der Orden der Ältesten. Eine Geheimgesellschaft, welche die Herrscher einer antiken Gesellschaft verehrt, die als Iso bekannt sind. Die Orden der Ältesten glaubten, dass die Menschheit dann am besten ist, wenn sie gelenkt wird. Ihr Ziel ist es, möglichst viel der Iso-Kultur aufzufinden und wieder zu beleben und die Welt mit ihrer Ideologie zu beherrschen. So, Speerträger, den haben wir schon, das kennen wir schon, Schwertkämpfer.
Und jetzt, wir müssen wirklich nicht alles jetzt im Einzelnen durchlesen. Geschichte Bagdads, das haben wir ja schon, gell? Da war jetzt nichts mehr. Außer diese Kodex-Dinge, die will ich jetzt mal auch hier. Das muss ich mal. Diese ganzen Ringe, Ausrüstungen, Verkleidungen, Weltkarte und. Okay, das haben wir alles jetzt weg. Oh, das ist echt eine Folge nur von... Hier, das können wir noch freischalten. Fährtensuche. In Kidus, Blick enthüllt Schlüssel und hebt Gelegenheiten wie Truhen mit einem Leuchten hervor. Auch geheime Eingänge sind leichter zu entdecken. Das können wir doch nehmen. Warum nicht? Können wir doch gut gebrauchen. Okay, das haben wir erworben. Wir haben noch zwei Fertigkeitspunkte. Entweder gehen wir hier rüber. Endeko Sinnesschärfe 1. Endeko Wahrnehmung wird erhöht, wodurch das Markieren von Gegnern leichter wird. Kann ich das machen? Nee. Ah. Warte mal, wieso geht denn das nicht, hä? Erwerben. Okay, das haben wir. Wir haben aber noch einen Punkt, hätten wir noch, ne? Nee, kostet zwei Fertigkeitspunkte. Erwerben. Ja, das können wir noch machen. Oh, jetzt war ich schon wieder zu schnell down. Ja, wir haben noch einen Fertigkeitspunkt, aber ich kann halt nicht. So, jetzt gucken wir mal. Monturen. Monturen haben einzigartige Vorteile, die helfen dir im Einklang mit den Grundsätzen der Verborgenen unauffällig zu bleiben. Anpassung. Eine Verkleidung auszurüsten erlaubt es dir, Basim aussehen und deinen Vorlieben entsprechend anzupassen. Eine Verkleidung verändert, wie deine aktuell ausgerüstete Montur aussieht, verändert aber nicht ihre Vorteile. Haben wir irgendwas hier Spezielles nochmal? Nee. Können wir nur verbessern. Und schwerttechnisch ist nur das eine Schwert dann dabei. Dolch, nur einer. Okay. Ah, ich verstehe nicht, warum das jetzt noch hier aufleuchtet, weil wir haben ja... Wir können nichts kostet, wir brauchen ja noch einen Punkt. Madame. So. Ah. So, dann gehen wir mal weiter. Harbiya. Neues Gebiet entdeckt. Werde ich immer hier postiert. Ich trete dir schon nicht auf. Was? Der sagt, ich werde die Polizei rufen. Du hast mir fast auf meine Finger getreten. Also mit dem Kamel. Aber hey. Metallfertigung. Ort entdeckt. Für dich gibt's hier nichts. Ah, was ist denn das? Kohle oder was ist das hier? Kohle wahrscheinlich für die Metallherstellung, ne? Wow, die Straßen sind fantastisch, ey. Als würdest du echt 2000 Jahre in die Geschichte zurückgehen. Echt Wahnsinn. So. Da ist doch die Moschee, oder nicht? Müssen wir hier hin, oder was? Wo sollen wir denn jetzt dahin? Hier hin irgendwo, ne? Na gut, dann gehen wir mal dahin. So. So. Wir können erstmal. Können ja mal hier rein, warte mal, wir gehen mal hier hoch. So. Ah. Oh.
Oh, jetzt können wir aber auch. Ja. Zack, jetzt geht's aber flotti modi hier da. Ich glaube, da entlang wäre dann eher wohl. Wunderbar, ging doch ganz schnell hier. Jetzt können wir nämlich synchronisieren. Ach, das ist nur die... Da hinten, da ist die Stadtmauer. Das sind die... Es gibt zwei Stadtmauern. Aha, wichtige... Okay. Was ist denn ein wichtiges Ereignis? Synchronisierter Außensichtpunkt. Okay, Schwierigkeit. Du kannst den Schwierigkeitsgrad des Spiels erzählen. Hä? Habe ich jetzt eine Schnellreise gemacht? Okay. Gebiet finden. Da ist er doch. Finde das Bruderschaftshaus. Das muss ja irgendwo da hinten sein. Warte mal. Das Bruderschaftshaus. Vor uns kann sich nichts verstecken. Ist das das hier? Das hier wahrscheinlich, ne? Ach, da ist das Zeichen. Ich sehe es da. Siehst du das da? Warte mal. Da. Da ist es. Jetzt haben wir es entdeckt. Ich habe mich lange genug aufgehalten. Roshan und Fulad erwarten mich sicher schon im Bruderschaftshaus. So. Dann gehen wir mal gleich mal ins Bruderschaftshaus. Oh, das Klettern ist genial gemacht hier. Ist ein bisschen besser als Valhalla, was ich noch immer noch gerade spiele. Herausforderungen ansehen. Kernherausforderung abgeschlossen. Ubisoft. XP verdient. Sehr gut. Aber das machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Dann gehen wir in die Bruderschaftshaus hinein. Und seid gerne dabei.